Von allen Seiten wurde er geherzt und gedrückt. Jetzt haben alle Viorel Garnea wieder lieb. Nach einer torlosen ersten Halbzeit gingen die Gäste aus Bochum dank Stuttgarts Rümer Kess in Führung. Torschütze für den VfL war Thomas Christiansen. Danach reagierte VfB-Trainer Magath, nahm Marquez vom Platz und brachte Viorel Garnea. Und nach 2 Minuten lohnte sich der Wechsel bereits. Der Rumäne mit dem Ausgleich nach 74 Minuten. 10 Minuten später. Die VfB-Abwehr alles andere als geordnet. Nutznießer war diesmal Sebastian Cincilords. Der Aufsteiger aus Bochum lag wieder vorne. Nach einem Handspiel im Stuttgarter Strafraum wurde ein mutiger Schütze gesucht. Viorel Garnea nahm Ball und Herz in die Hand und verwandelte sicher zum 2:2. Doch der Rumäne hatte immer noch nicht genug. Sekunden vor dem Abpfiff gelang ihm sein 3. Tor. Ausgerechnet der zuletzt stark kritisierte Viorel Garnea sorgte mit seinem 5. Saisontor für die Entscheidung. Die ganze Mannschaft nach dem Spiel hat mich Unterstützung, die Trainer auch. Die Publikum heute habe ich auch gesehen und ja, habe das Tag vergessen. Der VfB Stuttgart bleibt dank Viorel Garnea auch im 5. Spiel in Folge ungeschlagen.